nach vorne bitten. Und ich danke dir, Herr, dass du eine Predigt ihm geschenkt hast, Herr, dass du durch ihn sprichst, Herr Jesus. Ich danke dir, dass wir jetzt von dir hören dürfen, lauschen dürfen, was du uns mitteilen möchtest, mitgeben möchtest, Herr. Ich danke dir, dass du durch den René jetzt fließt, Herr. Amen. Ja, danke, danke, meine liebe Frau, dass du mich so schön hier ankündigst. Ist doch schön, wenn man so schön angekündigt wird. Ja? Da geht es gleich einfacher. Ja, es ist echt ein großes Vorrecht, vor euch stehen zu dürfen, euch, ja, wie soll man sagen, dienen zu dürfen, weil wir wollen wirklich das Wort Gottes hören heute, was Gott zu uns spricht, weil ich glaube, dass die Worte Gottes, dass er spricht, damit wir gestärkt sind, ne, damit wir auferbaut sind. Gottes Wort ist ja nicht nur irgendwie nur so religiöser Firlefanz, damit wir hier so einen Gottesdienst vollkriegen und damit es schön klingt und dass wir alle mit einem schönen Gefühl wieder nach Hause gehen, sondern Gott ist ja real. Wir haben gerade gesungen, wer ist ein Gott so wie du? Und ich habe mir gerade gedacht, wow, ja, das stimmt. Unser Gott, dem wir dienen, ist unvergleichlich, der die Sünden verzeiht, ja, das Unrecht vergibt. Sonst viele Menschen gibt es in dieser Welt, die schlottern und haben Angst vor ihrem Gott, weil sie nie wissen, bin ich denn überhaupt, so wie ich lebe, bin ich da überhaupt in Ordnung für Gott? Und ja, selbst wenn wir nicht in Ordnung sind vor Gott, wir dürfen trotzdem zu ihm kommen. Und wenn wir das wirklich seine Barmherzigkeit und Gnade annehmen, dann will er uns auch vergeben und uns die Schuld und das, was wir ja verbockt haben oder wo wir halt eben nicht in Ordnung sind, er will uns das vergeben und verzeihen, dass wir zu ihm kommen können. Er ist so barmherzig und er hat deswegen auch seinen Sohn extra, ja, er hat sich's was kosten lassen, ja, damit wir mit ihm zusammen sein können, dass wir Vergebung empfangen können, dass wir wieder Gemeinschaft mit ihm erleben können. Und ich weiß, viele von euch und wir, wenn wir wirklich Jesus in unserem Leben so bewusst angenommen haben als unseren Erlöser und Erretter, wir erleben das immer wieder, die Barmherzigkeit, die Güte, die Liebe Gottes, die uns wirklich Kraft gibt, gerade in dieser Zeit, die so irgendwie so shaky ist, so unsicher, wo du nicht weißt, hey, was sind die Bestimmungen nächste Woche, darf ich überhaupt noch irgendwas oder was ist erlaubt, was ist nicht mehr erlaubt, wer steckt sich an, wer kommt ins Krankenhaus und es ist so, ja, durch so viele Dinge wird unser Leben ja bedroht, kann man sagen, aber wenn wir in Gott gegründet sind, ja, können wir trotzdem in diesem Frieden leben, ja? In diesem inneren Frieden, den wirklich nur Gott schenken kann. Und deswegen sind wir heute auch hier, weil ich glaube, dass Gott uns da einfach noch stärken möchte. Wir haben mal, ich glaube, letzte Woche haben wir das gelesen, Epheser, im Epheser steht, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dass wir stehen können in den Zeiten, die schwer sind, das steht dann da so im Epheser 6, dass wir stehen können. Und ja, und ich möchte und Gott möchte, dass ihr alle, dass wir in dieser Zeit stehen können, dass es uns nicht umhaut. Und deswegen sind wir heute hier. Und dafür möchte ich beten. Ich möchte auch noch alle begrüßen zu Hause. Super, dass ihr mit dabei seid heute. Wir wollen euch richtig mit einschließen. Fühlt euch nicht ausgeschlossen oder irgendwie von irgendwie nur so außen vor. Ihr seid nicht außen vor. Wir beten auch für euch, dass ihr genauso zu Hause Gott erlebt und Jesus erlebt, seine Güte, wie wir hier. Und dafür möchte ich jetzt beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du unbegrenzt wirkst, dass du jeden liebst und dass du dich förmlich ausstreckst nach uns, Herr. Wir wollen jetzt unser Herz öffnen für dich, Herr. Wie wir gerade gesungen haben, your goodness is running after. Sie rennt uns hinterher, sie streckt sich aus nach uns. Und Herr, wir danken dir für deine Güte.
dass sie jeden Morgen, jeden Tag neu ist, Herr. Und wir wollen diese Güte von dir ergreifen, weil wir sie brauchen, Herr, weil wir sie kennen müssen, wie gut du bist, dass du zu uns stehst und dass du stark bist, dass du mächtig bist und dass du jetzt in dieser Zeit hier bist für uns und mit uns zusammen wirkst und durch uns wirkst und für uns da bist, Herr, dass wir stehen können in dieser Zeit und nicht nur stehen und irgendwie überleben, sondern dass wir von deinem Leben sogar noch weitergeben können an andere, Herr. Ich danke dir, dass du uns zum Licht machen willst und schon gemacht hast, Herr, dass wir leuchten können in dieser finsteren Zeit wie so ein Leuchtturm. Und danke, Heiliger Geist, dass du das wirkst. Wir danken dir so sehr. Wir danken dir so sehr, dass du jetzt hier bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Es ist so gut, dass Gott hier ist. Amen. Ich brauche ihn so sehr. Also ich kann ohne ihn auch nichts tun. Ich bin so dankbar, dass er Unrecht verzeiht, dass er Dinge, die man falsch macht, dass er uns immer wieder eine neue Chance gibt und uns hilft, umzukehren und uns neu auszurichten. Ja, wir waren ja in einer Predigtreihe oder in einer Serie, sage ich mal, kann man heutzutage sagen. Ja, Serien sind ja bekannt, kennen jeder. Wir sind nicht bei Netflix heute, wir sind in der biblischen Gemeinde, aber wir haben auch eine Serie. Und die Serie geht über den Heiligen Geist, der in deinem Leben wirksam sein möchte, weil wir erlebt und erkannt haben, dass der Heilige Geist nicht nur irgendwie irgendein frommes Thema ist, sondern er ist eine reale Person, er ist Gott, er ist ein Teil unseres Gottes, der jetzt, und zwar ist er der Teil von Gott, der jetzt hier auf der Erde wirkt. Die Bibel sagt, der Vater, Jesus, sie sind im Himmel, aber Jesus hat gesagt, ich gehe, wenn ich gehe, sende ich euch den Heiligen Geist, dass er bei euch sei und dass er sogar in euch sein kann, wenn wir uns für ihn öffnen. Aber was wir wissen, der Heilige Geist ist tatsächlich hier unter uns und er wirkt. Und das Gute ist, er wirkt Gutes. Er bewirkt, dass wir Glauben haben können, dass wir Jesus erkennen, dass wir den Vater immer mehr in seiner Liebe erkennen und vor allem, dass wir ihn auch erleben. Und wir haben, ihr seht hier, wir sind schon bei Teil 9 und wir haben ganz viel schon über den Heiligen Geist gesprochen. Wir haben in den letzten Teilen eben darüber gesprochen, was der Heilige Geist für dich sein möchte und was er für dich tun möchte. Und wir haben ganz viel entdeckt in der Bibel. Zum einen haben wir eben entdeckt, dass er mit uns ist, dass er für uns ist und dass er eben sogar in uns sein möchte und in uns sein kann, wenn wir uns für ihn geöffnet haben. Dann haben wir entdeckt, dass wir ihn wirklich kennenlernen können als Person, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Dann haben wir entdeckt, dass er der Größere und der Stärkere ist, der in uns lebt und uns Kraft gibt, auch die Dinge dieser Welt, die gegen uns kommen, zu meistern und zu überwinden. Wir haben entdeckt, dass er die Anzahlung und das Siegel Gottes auf unserem Leben ist, man kann sagen, die Garantie, so kann man das auch übersetzen, dafür, dass wir zu ihm gehören, dass wir zu Gott gehören, wie ein unsichtbares Siegel, was Gott uns aufgedrückt hat, dass wir mit ihm, Jesus, schon verlobt sind, weil er ist ja auch genannt der Bräutigam und wir die Braut. Dann haben wir festgestellt, dass er derjenige ist, der unser Leben führen möchte und uns leiten möchte, die Wege Gottes zu erkennen und der uns bezeugt, was Gott zu uns spricht, dass wir ein inneres Wissen haben, dass wir nicht so unsicher sein müssen, sondern dass wir wissen dürfen, zum Beispiel, dass wir Kinder Gottes sind. Das bewirkt der Heilige Geist in uns, diese innere Überzeugung. Woher kommt die ja sonst? Reden wir uns das nur ein, sondern nein, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Dann haben wir
darüber gesprochen, dass er unser Lehrer ist, der uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat und uns übernatürlich die Worte Gottes lebendig macht, dass wir wirklich nicht nur, dass es nicht nur fromme Theorie ist, sondern dass wir in den Worten Gottes Gott als den Vater und Jesus als den Erlöser wirklich erkennen und persönlich erleben. Und beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass der Heilige Geist uns einfach erfüllen möchte mit seiner Gegenwart, seiner Liebe, dass er uns taufen möchte, so wie es Jesus gesagt hat. Es soll getauft werden im Heiligen Geist. Also das spricht von echt viel, dass du so richtig reingetaucht wirst in diesen Heiligen Geist. Und das wollen wir wirklich erleben, ja. Wir brauchen diese Fülle, ich glaube, du hast gerade auch dafür gebetet, diese Fülle vom Heiligen Geist. Und ich glaube und bin mir ganz sicher, dass wir alle noch mehr, eine Portion mehr vom Heiligen Geist vertragen können. Er ist der Geist der Liebe, der Geist der Kraft und der Besonnenheit. Und das sind alles Attribute, die wir in dieser Zeit so sehr brauchen können. Die Liebe brauchen wir, ja, damit wir nicht kalt werden, so wie Jesus auch gesagt hat, in den letzten Tagen wird die Liebe vieler oder der meisten sogar kalt werden. Und wir wollen aber nicht, dass die Liebe kalt wird, sondern der Heilige Geist, er will unsere Liebe zu Gott und zueinander und zu uns selbst auch. Manche Leute lieben sich ja noch nicht mal selber. Das ist meistens auch das Schwierigste, sich selber zu lieben. Aber es ist wichtig. Gott möchte, dass du dich liebst, wirklich, und zwar, ja, dass du dich annehmen kannst, weil Gott dich angenommen hat. Und so möchte der Heilige Geist uns erfüllen mit Liebe, mit Kraft und dass wir einfach erfüllt sind von ihm. Und dafür können wir immer noch mehr gebrauchen. Das sind alles Dinge, die der Heilige Geist für dich tun möchte und für uns tun möchte, für uns sein möchte. Und heute gehen wir... Genau, das haben wir schon besprochen, was er für dich sein und für dich tun möchte. Und wir gehen heute mal einen Schritt weiter, was er für andere durch dich tun möchte. Weil das ist der Next Step, sage ich jetzt mal, der nächste Schritt. Wenn du erkannt hast, wer der Heilige Geist für dich ist und was für eine Kraft und für eine Freude auch und Leben er in dein Leben bringt, dann will der Heilige Geist aber das auch benutzen, dass du anderen damit dienst, ja, dass du das weitergibst. Und auch dafür wiederum brauchen wir den Heiligen Geist, wenn wir anderen das weitergeben möchten. Jesus hat ja gesagt, geht hin in die ganze Welt und bringt ihnen die frohe Botschaft, dass sie von der Rettung, von der Erlösung. Und die gibt es wirklich. Es gibt eine Erlösung. Es gibt diesen inneren Frieden mit Gott zu haben. Ja? Dieses Leben mit Gott. Es gibt es zu erleben. Ja? Und wir sollen davon Zeugen sein. Wir sollen davon berichten. Weil wie sollen es die Leute wissen? Wie sollen Menschen wissen, dass es Gott gibt, wenn wir oder wenn nicht Menschen, die Gott erlebt haben, es ihnen weitererzählen? So war es schon immer, so war es auch in der Bibel. Gott hat immer Männer und Frauen gesucht, die das, was sie mit ihm erlebt haben, dann weitergeben. Und tatsächlich, ihr seid diese Männer und Frauen. Er sucht sich ganz normale Menschen aus. Ja? Du musst nicht erst irgendwie eine Engelserscheinung haben oder irgendwie, keine Ahnung, was da alles passieren muss oder irgend so einen Knall hören. Gott will dich gebrauchen, auch anderen Menschen von dieser Liebe Gottes weiterzuerzählen und ein Zeuge zu sein. Also ein Zeuge, wir werden ja gleich noch drauf kommen, ich greife mir ein bisschen vor. Aber die Renate hat es auch gerade schon gebetet, der Heilige Geist ist kein Luxusartikel für unsere Zeit, sondern er ist eine absolute Notwendigkeit, um dass wir den Willen Gottes hier auf der Erde erfüllen können. Und der Wille Gottes ist, dass sich seine Liebe, sein Reich, seine gute Botschaft ausbreitet und dass du und ich ein Kanal dafür sind. Ja, ja, es ist schön,
in Gottesdienst zu kommen und zu empfangen und zu sagen, ja Gott, und ich will noch mehr von dir und ich will mehr von dir wissen. Aber dann muss dieses, das muss weitergehen. Ja? Das muss, ihr kennt ja dieses Gleichnis, wenn es einen Tümpel gibt, wo immer nur Wasser reinfüllt oder immer nur Wasser reinfließt und nichts rausfließt, also wenn da kein Durchfluss ist, dann fängt es dann irgendwann an zu stinken. Ja? Das vergammelt und vermodert. Und so ist es auch bei uns Christen, wenn wir immer nur reinlassen, aber nicht anfangen, das, was wir empfangen haben, auch wieder weiterzugeben, dann fängt es irgendwann an zu modern und zu stinken. Ja. Und deswegen gibt es auch stinkige Christen, deswegen gibt es auch vermoderte Christen. Ja. Aber wir wollen nicht solche sein, Amen. Wir wollen Christen sein, wo es weiterfließt, ja, wo was durchfließt. Und Gott sei Dank, der Heilige Geist, er will uns zeigen, wie wir anderen auch dienen können. Und Gott sei Dank, der Heilige Geist ist unser Helfer. Weil klar, ja, nicht jeder fühlt sich gleich so, oh ja, ich gehe da so auf Leute zu oder ich kann da irgendwas tun. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir einander dienen können. Und wir wollen uns heute da verschiedene Dinge anschauen. Aber ich möchte euch jetzt eine bekannte Schriftstelle jetzt hier, oh, ist ein bisschen schwach hier, könnt ihr das überhaupt lesen? Ich lese es euch vor. Eine bekannte Schriftstelle, die Jesus eben seinen Jüngern damals, kurz bevor er in den Himmel abgedüst ist, wollte ich schon sagen, bevor er sich verabschiedet hat, hat er seine Jungs nochmal zusammengeholt und hat gesagt, also, so ist es. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 4 können wir das lesen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, das war der Täufer, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft oder erfüllt werden nach diesen wenigen Tagen. Genau, das hat Jesus angekündigt, hat gesagt, ihr braucht unbedingt diese Kraft des Heiligen Geistes. Ihr müsst erfüllt werden vom Heiligen Geist, damit ihr das, ja, damit ihr das tun könnt, wozu ich euch beauftragt habe. Das war ganz wichtig. Er hat gesagt, mit anderen Worten hat er gesagt, bleibt erstmal in Jerusalem, macht nichts ohne den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft für uns heute, dass wir erstens uns bewusst sind, wir sind nicht ohne den Heiligen Geist, der ist schon da, aber dass wir ihn immer wieder anzapfen, sage ich mal, dass wir ihn immer wieder bitten, uns zu helfen, uns immer wieder unter seine Kraft stellen, dass wir das, was wir für Gott tun, auch erfüllt tun und durch seine Kraft tun. Sie hatten dann noch ein paar Fragen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Okay, das finde ich eine interessante Aussage, die so zwischen reinkommt jetzt, weil viele Christen beschäftigen sich auch damit, oh ja, mit Endzeit und was muss passieren und was wird kommen und welche Katastrophen kommen und kommen wir durch die Trübsal oder sind wir schon in der Trübsal? Das ist eigentlich, sagt Jesus, das ist gar nicht unsere Sache, auf die wir uns konzentrieren sollen, denn er sagt im nächsten Vers, aber ihr werdet Kraft empfangen, darum geht es in dieser Zeit jetzt, dass wir uns darauf konzentrieren. Aber ihr, sagt ihr, werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Hey, das, also wenn ich das nur lese, das fasziniert mich schon oder elektrifiziert mich. Ihr werdet Kraft empfangen. Und Gott möchte, dass wir Kraft empfangen.
durch den Heiligen Geist, in dieser Zeit zu leben, in dieser Zeit, ja, was zu sein. Ihr werdet, wenn der Heilige Geist gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und darum geht es ja, dass wir als Gläubige eben nicht nur Zufluss sind, wo es reinfließt, sondern dass von uns was rausfließt. Ein Zeuge ist jemand, der etwas bezeugt, der von etwas spricht, der etwas erlebt hat. Kommen wir gleich noch dazu. Aber das ist das, was Jesus möchte, dass wir gemeinsam von ihm zeugen, weil wir unseren Gott erlebt haben, wie gut er ist. Und es geschieht eben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und vielleicht fühlst du dich manchmal ein bisschen, oh, ich kann das nicht so gut und ich bin dies kleines Licht von mir und mein Licht ist ja so klein und man denkt, ja, mein Licht ist ja viel zu klein und ich stelle es lieber gleich unter, ich verdecke es lieber gleich aber das ist genau das, was Jesus gesagt hat, sollen wir nicht machen. Denn wir sollen nicht unser Licht unter den Scheffel stellen, also irgendwie bedecken, sondern jedes Licht ist wichtig, ja, auch wenn es klein ist. Das ist wichtig. Du bist wichtig, ja, für Gott. Und gebrauche das und lass dich von Gott wirklich benutzen. Und erkenne, Gott will dich gebrauchen. Er will dich als ein Zeuge benutzen. Weil jeder von uns, der irgendwas mit Gott erlebt hat, der kann was bezeugen. Und das ist so stark. Weißt du, dein Zeugnis oder dein persönliches Erleben mit Gott, das ist so was Wertvolles. Wenn wir das Menschen weitergeben, das, was wir mit Gott erlebt haben, da kann man auch nicht drüber diskutieren. Ich meine, über die Bibel und ja, da fangen die Leute an zu diskutieren. Und wenn du schon mal draußen Straßeneinsätze oder sowas mitgemacht hast, da weißt du, was die Leute alles für komische Vorstellungen über die Bibel und über Gott haben. Und ja, und es ist eh alles veraltet und ob das überhaupt noch stimmt und so weiter. Ja, darüber kann man diskutieren. Aber über das, was du erlebt hast, ja, das hast du erlebt, ja. Und das hat eine Kraft. Deswegen ist so wichtig, dass wir Zeugen sind. Und dann heißt es sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis nach Schweinfurt sollen wir die Zeugen von Jesus sein. Und genau, eben, das sind wir heute. Das ist das, was Gott möchte, dass wir eben das, was wir erlebt haben mit ihm, dass wir das weitergeben. Weil Gott liebt die Menschen, ja? Gott liebt die Menschen, die in dieser Welt sind, und er möchte, dass sie genau diese Liebe erleben. Und jetzt können wir uns mal noch ein paar Begriffe anschauen. Also es ist wirklich ein bisschen dunkel. Ich glaube, hinten kann man das kaum lesen, oder? Nächstes Mal mache ich es besser. In diesem Text kommen zwei Begriffe vor. Ihr werdet Kraft empfangen, heißt es hier einmal, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und das Wort, was dahinter steckt im Griechischen, ist das Wort Dynamis. Wow, das klingt schon mal gut, ja? Dynamis. Dynamit kommt daher. Huch, was ist das jetzt? Wieso hat sich das gerade verändert? Gerade hat sich mein... Bitte? Ach, ihr habt heller gemacht. Oh, gut. Ihr seid ja cool. Danke. Mal einen Applaus für die Techniker. Wow. Dankeschön. Ja. Kraft, Dynamis. Dynamit kommt da auch her. Aber wenn man das Wort übersetzt, das ist nicht einfach nur so natürliche Kraft, sondern da steckt tatsächlich das Wort Macht dahinter, wunderwirkende Kraft, Fähigkeit, Fülle und das Wort Wunder selber kann in diesem Wort gefunden werden. Also etwas, was Gott bewirkt. Ja? Es ist eine Kraft von Gott, die über unsere persönliche Fähigkeit hinausgeht. Und ich finde es tatsächlich ein Wunder, wenn wir uns zum Beispiel die Bibel anschauen.
Da gab es so ein paar Typen in Galiläa, die waren eigentlich nichts Besonderes, so ein paar Fischer. Und dann waren da noch ein paar so Terroristen dabei, Zeloten, die Aufstände gemacht haben, damals gegen, geplant haben gegen das Römische Reich und so weiter. Und dann war noch ein paar, war noch ein Zöllner mit dabei, der sowieso bei den Juden nichts gezählt hat. Also es waren so ganz normale Leute und Jesus hat die genommen. Die haben sich dann sogar noch oft gestritten, wer ist der Beste, wer ist der Tollste, wer darf neben Jesus sitzen, wenn sie mal im Himmel sind und so. Also die waren richtig, ja, wie halt so Menschen so sind. Dann haben sie sich auch gefürchtet und als Jesus weg war, haben sich eingeschlossen und dann eines Tages kommt der Heilige Geist. Halleluja. Und die Leute, diese Normalos, sage ich mal, die Otto Normalos da, die wurden verwandelt, die haben sich verändert. Und auf einmal gehen die raus und erzählen überall von Jesus, ja. Und zwar ohne Rücksicht auf sich selbst sogar noch. Viele von ihnen wurden Märtyrer, wurden deswegen getötet wegen ihrem Glauben. Aber das hat ihnen anscheinend, das haben sie mit eingeplant, ja. Weil sie, und das ist übernatürlich, ja, das war übernatürlich, das ist nicht normal, dass Gott diese Menschen so verwandelt hat. Und genauso ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Menschen verwandelt und zum Botschaften der Liebe macht, und zwar wirklich auch, die ihr eigenes Leben einsetzen dafür. Es gibt heutzutage so viele Christen, ich habe gerade gehört, in Afghanistan, könnt ihr euch das vorstellen, in Afghanistan, jetzt wo jeder eigentlich weg will, wo jeder sich nur verstecken will vor diesem Regime, dass da mehr Menschen im Moment zum Glauben kommen an Jesus, als in irgendeinem anderen Land dieser Welt. Die Menschen kommen zu Jesus, obwohl das ihren Tod bedeuten kann dort, weil das Regime eben extrem islamistisch ist und andere Glaubensrichtungen nicht zulässt und schon gar nicht zulässt, dass jemand vom Islam zum Christentum konvertiert. Das ist ja verboten, das ist dort mit, das kann den Leuten ihr Leben kosten. Und trotzdem sind sie bereit, das zu tun. Das kann nur die Kraft des Heiligen Geistes bewirken. Ja? Und nur wenn wir erkannt haben, boah, was Jesus für uns bedeutet, dass er das Leben ist. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das hat er wirklich so gemeint. Ja? Halleluja. Und der Heilige Geist möchte auch uns immer wieder Jesus lebendig machen, dass wir bereit sind, unser Leben für ihn auch einzusetzen, hinzugeben und zu sagen, Jesus, was willst du, dass ich tue in diesem Leben? Und nicht nur für mich selber zu leben eben, sondern dass ich mein Leben ihm hingebe und sage, Herr, wo kann ich anderen dienen? Und ein Zeuge sein, ein Licht sein. Ein Zeuge bedeutet nicht unbedingt, dass du viel reden musst. Du kannst einfach auch durch dein Verhalten, durch deine Taten ein Riesenlicht sein. Ja? Das ist manchmal besser, als was wir reden. Oder zumindest, wenn wir reden, sollten die Taten auch dazu passen. Okay, da gibt es noch ein anderes Wort, eben das Wort Zeuge. Das heißt in Griechisch Martus und da kommt tatsächlich das Wort Märtyrer her, denn es ist jemand, der bis aufs Blut, ein Blutzeuge, der etwas gesehen und erlebt hat und gesagt, dazu stehe ich und davon lasse ich mich nicht ab. Und ich werde davon berichten, auch wenn mir das Leben kostet. Das steht hinter diesem Wort Martus, jemand, der etwas beobachtet oder erlebt hat, ein Blutzeuge oder sogar eben Märtyrer. Wow. Ja, Märtyrer wird man nicht so einfach mal locker, oh ja, jetzt lasse ich mich mal umbringen für meine Ansichten. Wir sind ja eher so, dass wir unser Leben verschonen wollen und so uns möglichst. Aber
da steckt eben mehr dahinter, dass jemand dazu steht, das, was ich erlebt und gesehen habe mit Gott, davon ja, lasse ich mich nicht abbringen. Und das ist diese Kraft vom Heiligen Geist, die einfach übernatürlich ist. Das ist übernatürlich, das ist nicht normal. Und deswegen ist es so gut, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, weil es ist tatsächlich so, dass unsere Gesellschaft, und wir merken das, dass immer mehr Einflüsse kommen, die uns sagen, ach, wer glaubt denn heute noch so ein Schmarrn? Ja, das ist doch alles uralt und es ist doch überholt und man hat doch, die Wissenschaft hat doch schon längst und so weiter. Und es wird einem richtig schwer gemacht, am Glauben an Jesus festzuhalten, aber tatsächlich, der Glaube ist das, wo die Bibel sagt, was uns rettet, was uns erlöst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da feststehen. Okay. Und damit wir anderen Menschen richtig krass dienen können, hat Gott sich was ausgedacht. Und ich nenne es mal so die Wunderwaffen Gottes auch. Oder die Wunderwaffen Gottes, oder ich sehe es immer wie geistliche Atombomben, so die wirklich was Mächtiges freisetzen, und das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Und über die, speziell jetzt heute, über die möchte ich heute, werden wir in den nächsten Tagen oder nächsten Sonntagen auch sprechen wollen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns über diese Gaben des Heiligen Geistes, die er schenkt, dass wir uns damit auskennen, dass wir die kennen, dass wir wissen, was Gott denn für Gaben gegeben hat. Halleluja. Weil wenn wir nicht wissen, was Gott gegeben hat, dann können wir sie auch nicht gebrauchen oder dann da drin operieren oder da drin handeln. Und wir werden uns die nächste Zeit anschauen, für wen, erstens mal, gibt es überhaupt solche Gaben? Ja? Gott, wir finden das in der Bibel, dass Gott Gaben des Heiligen Geistes seiner Gemeinde, seinen Gläubigen gegeben hat. Wir schauen uns an, für wen sind sie, wie wirken sie, dann auch mal, welche Gaben gibt es überhaupt und kann denn jeder Christ oder jeder, der an Gott glaubt, durch diese Gaben, können sie durch ihn wirksam werden? Und heute werden wir uns erstmal ein paar Grundlagen anschauen und dazu gehen wir jetzt mal in den 1. Korinther 12. Hey, das ist ja wirklich besser zu sehen jetzt. Dann können Sie auch lesen. Okay. Und da ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Aussage in 1. Korinther 12. Da schreibt es der Apostel Paulus an die Korinther, an die Gemeinde in Korinth. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also er sagt, Leute, ich will, dass ihr euch damit auskennt. Ihr müsst es wissen, was die geistlichen Gaben sind und was sie betrifft und wie die funktionieren und wie wir die gebrauchen können. Da gibt es bestimmte Dinge, die ihr wissen müsst und darüber will ich euch jetzt berichten und darüber will ich euch schreiben. Wir können dann, wenn wir 1. Korinther 12, 13 und 14, diese drei Kapitel, da geht es um die richtige Anwendung und den Gebrauch der Gaben des Heiligen Geistes. Und das werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen, weil ich glaube, dass Gott uns damit ausrüsten möchte und uns eben seine, ich nenne es mal Wunderwaffen, schenken möchte, dass wir da mehr drin uns bewegen. Also Paulus will, dass wir uns da drin auskennen. Also muss es auch was Wichtiges sein. Und ich glaube, wenn Sie damals sich auskennen sollten, ist es heute auch so wichtig. Wir schauen uns mal dieses Wort geistlichen Gaben an. Das heißt auf Griechisch Pneumatikos. Lustiges Wort, gell? Pneumatikos. Da kommt auch das Wort von Pneumato, keine Ahnung,
Pneumatik, genau, Pneumatik kommt daher. Pneumatik hat was mit Luftdruck zu tun. Kennt ihr vielleicht die Techniker unter euch? Und Pneumatik ist auch, dass Luft etwas bewirkt. Und der Heilige Geist, er ist nicht nur Luft, aber er wird ja oft wie der Wind bezeichnet oder ist ein Bild. Wind oder Luft ist ein Bild auf den Heiligen Geist, so wie der Heilige Geist durch seinen, ja, etwas bewirkt. Da kommt dieses Wort Pneumatik her. Also Pneumatikos heißt vom Geist Gottes gewirkte Gaben, übernatürlich, und zwar ganz bewusst im Gegensatz zu natürlichen Gaben. Gott hat uns auch natürliche Fähigkeiten geschenkt, ja, oder Begabungen, Fähigkeiten, aber in dem Fall geht es um übernatürliche Begabungen, die er uns schenken möchte. Pneumatikos eben, vom Geist gewirkte Gaben, Fähigkeiten, die Gott in dein und mein Leben hineingeben möchte. Und das ist eben übernatürlich, das ist nicht natürlich, und das müssen wir klar festlegen, dass es Gaben von Gott gibt, die nichts mit unseren natürlichen Fähigkeiten zu tun haben, sondern die er uns schenkt, die auf eine übernatürliche Weise funktionieren. Als Beispiel ist es so, dass Gott manchmal, oder ihr habt es hier auch schon erlebt, dass Gott Menschen zeigt, dass es bestimmte oder in bestimmten Versammlungen zum Beispiel oder wenn Menschen zusammenkommen, dass Gott zeigt, dass zum Beispiel, dass jemand hier ist, der eine bestimmte Not hat, eine bestimmte Krankheit zum Beispiel oder irgendeine Not hat, die Gott jetzt ganz persönlich dieser Person dienen möchte. Ich habe das mal ganz extrem erlebt. Weil, ich meine, wenn jetzt ein großer Gottesdienst ist und dann sagt einer, ja, ich habe so den Eindruck, hier ist jemand, der Kopfschmerzen hat und Gott möchte dem jetzt helfen, dann ist es nicht so speziell, weil man denkt, naja, wenn 50 Leute zusammenkommen, da ist immer irgendjemand dabei, der Kopfschmerzen hat. Das ist nicht so übernatürlich jetzt, ne? Aber ich weiß, ich kann mich erinnern, wir hatten mal, ich war mal mit jemand unterwegs, den Gott da sehr stark benutzt hat in so einer Gabe. Das nennt man auch das Wort der Erkenntnis. Wir werden das nachher alles noch studieren, also nicht heute noch, aber einfach nur mal als Beispiel. Da war ich mit jemand unterwegs, den hat Gott echt sehr stark benutzt. Und es war nur ein kleiner Hauskreis in Österreich, waren wir da. Und wir haben da von Gott erzählt und dann fängt er an und sagt, Gott gibt mir gerade so Eindrücke über verschiedene Leute hier. Und es waren vielleicht 7 oder 8 Leute nur versammelt. Und dann hat er so ganz spezielle Dinge, echt so eingewachsene Fußnägel und sowas. Ja? Also sowas, okay, das hat jetzt nicht jeder. Ne? Und wirklich so ganz speziell. Und der hatte, weiß gar nicht mehr, mindestens 5 oder 6 verschiedene Eindrücke, aber lauter so ganz spezielles Zeug. Und tatsächlich, wann immer jemand da, den das genau betroffen hat, ja, das kann man sich nicht ausdenken. Halleluja. Das kann einem Gott nur zeigen, weil Gott gütig ist und barmherzig ist und weil er sich den Menschen zeigen will als der Gott, der sie ganz persönlich kennt, ja. Und ich sage dir, wenn du sowas erlebt hast, wie Gott so ganz speziell zu dir spricht, das verändert was. Ja? Du weißt plötzlich, boah, Gott kennt mich. Gott weiß, dass ich eingewachsene Fußnägel habe. Und der will mir helfen. Ja? Halleluja. Wir haben natürlich dann dafür gebetet. Also wir haben dann auch erlebt, wie Menschen da Veränderung erlebt haben und wie ihnen das geholfen hat. Aber erstmal zu wissen, Mensch, Gott kennt mich, der weiß, was ich für ein Problem habe. Ich habe vielleicht selber gar nicht mehr dran gedacht, aber Gott denkt dran, ja. Halleluja. Und deswegen sind diese Gaben so was Besonderes. Und also übernatürlich, das kann man nicht natürlich wissen. Das kann nur Gott tun, sowas. Ich hatte auch mal eine Frau,
nach dem Gottesdienst, die kam zu mir und war stinksauer mit mir. Die war neu, die war noch nie im Gottesdienst vorher und hat gesagt, wer hat Ihnen von meinem Leben erzählt? Und ich so, oh, woher wussten Sie all das, was ich in meinem Leben durchgemacht habe? Irgendjemand muss Ihnen das erzählt haben. Ich bin unschuldig. Also ich habe nicht. Also Sie haben ja alles angesprochen, was ich in meinem Leben. Und da musste ich ihr das erklären, dass ich wirklich keine Ahnung hatte und dass Gott das einfach. Ja, ich wusste, ich habe. Es war ja selber unbewusst, dass ich das ausgesprochen habe, aber das muss der Heilige Geist gewesen sein. Amen. Halleluja. Und das ist gut, wenn wir das, wenn wir diesem Heiligen Geist Raum geben, weil dann Menschen erleben und merken, wie persönlich Gott sie kennt, ja, und ihnen helfen möchte. Okay. Also da Paulus möchte, dass wir nicht ohne Kenntnis sind. Und dass wir uns da auskennen. Und dann heißt es weiter, und das ist jetzt auch wieder, das kommt noch hier in dem Text so zwischen rein, ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, also zu den als ihr noch ungläubig wart oder nicht an Gott geglaubt habt, dass ihr zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Also das waren wohl auch Götzenanbeter, gibt es heute auch noch, ja, die Götzen schauen nur anders aus, ja, also die schauen manchmal so aus, ja, das kann auch, viele beten ihr Handy an und gibt es auch noch, aber unsere Götzen sind noch nicht mal stumm, ja, die können sogar reden, aber sie sind trotzdem tot, ja, es ist trotzdem nur Technik, das ist eben der Unterschied. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Also er will damit ausdrücken, Leute, wenn es um das Wirken des Heiligen Geistes geht, der Heilige Geist wird nie etwas gegen Jesus tun und reden und sagen. Er wird immer Jesus verherrlichen. Ja, das ist wichtig. Ich habe schon auf der Straße mit jemandem diskutiert, der mir einreden wollte, dass der Heilige Geist ihm gesagt hätte, dass Jesus ein Betrüger war. Ich dachte, oh, das war irgendein Geist, aber nicht der Heilige Geist. Ja. Weil der redet sowas nicht, es steht nämlich auch hier. Und niemand kann sagen, Herr Jesus oder Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Auch das bewirkt der Heilige Geist, dass wir erkennen, Jesus ist der Herr, der Erlöser, der Retter, dass wir wiedergeboren werden, dass wir ihm unser Leben geben müssen als den Erlöser. Das bewirkt auch der Heilige Geist. Das kommt so zwischen rein, aber das ist auch wichtig zu wissen im Umgang mit dem Heiligen Geist. Und dann Vers 4, da wird jetzt beschrieben, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Also es gibt nicht nur eine Gabe, es gibt viele Gaben, aber es ist derselbe Geist. Sie wirken aus demselben Geist, vom Heiligen Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten im Leib Christi. Also es gibt auch verschiedene Prediger. Die einen sind so ganz sanftmütig und wollen, dass alle sich versöhnen und dass jeder auch seinen Seelenschmerz loslässt. Dann gibt es welche, die fordern dich heraus und sagen, hey, ihr müsst, keine Ahnung, ja, also die fordern dich richtig und bringen dich dahin, wirklich für Gott aktiv zu werden und für Gott etwas zu tun und dich Gott hinzugeben. Und wieder andere sind mehr so Lehrer, die sind nicht so emotional, sondern die nehmen das Wort Gottes wirklich so Stück für Stück auseinander. Aber indem sie dich lehren, führen sie dich wirklich zu Jesus hin. Also es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Herr. Und dann gibt es noch Verschiedenheiten von Wirkungen. Also selbst die Gaben, die Gott gibt, die können auf unterschiedliche Weise wieder wirken. Aber darüber werden wir alles noch sprechen. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und dann heißt es,
Jedem aber, in Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und das ist ein ganz entscheidender Vers auch, weil Gott möchte nämlich jedem, oder ich habe noch eine andere Übersetzung, in der neuen Leben-Übersetzung heißt es, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Gott möchte jedem von euch so in der Weise gebrauchen mit seinen Gaben, mit seinen übernatürlichen Gaben auch, der Gemeinde zu dienen und nicht nur der Gemeinde, sondern eben dann den Menschen um uns herum zu dienen. Und das ist etwas so Besonderes und so Wertvolles. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns darin auskennen, dass wir darin uns hineinarbeiten. Ein Prediger hat mal gesagt, weil es ist ja die Frage, warum sieht man davon aber so wenig im Leib Christi oder unter uns, dass sowas passiert, ja? Also wenn das so ein großes Thema in der Bibel sein will oder sein soll, dann müssten wir doch davon mehr sehen. Und ein Prediger hat mal gesagt, diese Gaben fangen dann an, wenn man darüber lehrt, wenn man die Gemeinde lehrt darüber, dann fangen sie an, wirksam zu werden, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns darüber auskennen, darüber, dass wir sie in der richtigen Weise auch benutzen können und gebrauchen können. Weil es hat auch was mit Glauben zu tun und mit Erwartung. Wenn wir gar nicht erwarten, dass Gott uns in dieser Weise gebrauchen kann oder die Menschen um uns herum, dann werden wir es auch nicht erleben. Aber wenn wir im Glauben, wenn wir zusammenkommen, vertrauen, ja, der Heilige Geist ist hier, er spricht durch uns, er wirkt durch uns, er will uns berühren durch unsere Geschwister, dann werden wir uns danach ausstrecken und es auch glauben, dass die Dinge passieren. Und das glaube ich auch, das vertraue ich, dass wenn wir darüber sprechen, wenn wir das richtig für uns annehmen, vom Wort Gottes lernen und erfahren, dass wir mehr und mehr davon sehen werden, wie Gott da unter uns wirkt. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Ne? Halleluja. Dafür möchte ich jetzt beten, dass wir da uns als Gemeinde, weil die Bibel sagt, dass wir uns nach den geistlichen Gaben ausstrecken können, dass wir uns nach ihnen eifern dürfen, ja, aber natürlich mit dem Geist der Liebe, aber das besprechen wir dann noch beim nächsten Mal, wie die Gaben einfach, wie wir die Gaben Gottes in unserem Leben aktivieren können oder wie wir die Grundlage schaffen können, dass diese Gaben in unserem Leben mehr auch fließen können und wirksam werden können. Und das können wir heute jetzt noch nicht alles anschauen, aber ich möchte jetzt beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du so eine große Fülle für deinen Leib, für deine Gemeinde, für deine Kirche geschaffen hast. Herr, dass wir oft das noch gar nicht so entdeckt haben und verstanden haben, was du alles tun möchtest. Aber Herr, wir wollen offen sein, wir wollen uns öffnen für das, was du geschrieben hast, Herr, was du uns da mitteilst, Herr. Wir wollen das annehmen und sagen, ja, Herr, wir strecken uns danach aus, nach diesem Wirken von dir, nach diesen Gaben von dir, nach diesen übernatürlichen Dingen, die du schenken möchtest, um dein Wesen, um deine Liebe, um deinen Charakter und um dich selbst hier in dieser Welt zu zeigen, dass du immer noch da bist, dass du immer noch derselbe bist, Herr. Herr, ich danke dir für deine Gemeinde, für deinen Leib, für die Kinder Gottes, Herr, dass du sie als Gefäße, als Werkzeuge benutzen möchtest, dass mehr und mehr von dir selbst sichtbar wird und erlebbar wird, Herr. Und ich bete jetzt, dass wir immer mehr vom Heiligen Geist von dir erfüllt werden. Und ich bitte dich jetzt, komm, Heiliger Geist, und schenk uns diesen Hunger, dieses Verlangen nach mehr von dir, dass wir erkennen, wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir können nicht ohne dich
diese Welt erreichen, diese Welt verändern, Herr. Aber du kannst das, Herr. Du hast damals diese Männer und Frauen, die hast du total verändert und durch sie ist die ganze Welt, ist das Evangelium in diese ganze Welt hineingekommen, Herr. Und Herr, du hast viele Menschen und viele Bereiche dieser Welt total verändert durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft, Herr, weil es die Kraft ist zur Errettung und zum Heil. Und Herr, ich danke dir, dass du jetzt auch hier bist, dass deine Kraft hier ist, dein Heil, dass dein Geist hier ist und dass du uns jetzt erfüllst und uns mehr von dir schenkst, Herr, und mehr dieses Verlangen auch und diese Liebe auch schenkst, Herr, füreinander und einander zu dienen und die Dinge, die wir erleben, nicht nur für uns zu behalten, sondern sie weiterzugeben, Herr. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir für dieses Feuer, das es in uns immer mehr brennt, dass du das immer mehr anzündest, dass dieses Öl, dass du auch immer mehr Öl da hineingießt, Herr, dass es nicht ausgeht, dass die Lampe nicht ausgeht, sondern weiterhin brennt und leuchtet und strahlt. Halleluja. Und ich habe noch eine Frage, wenn jemand sagt, ich habe noch nie ganz bewusst in meinem Leben Jesus so wirklich als Retter, als meinen Retter ganz persönlich für mich angenommen. Weil die Bibel sagt, dass jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, aber bewusst glaubt, der wird errettet werden. Ja? Der ist erlöst. Und das ist eine Entscheidung, dass wir sagen, ja, Jesus, ich erkenne, du hast dein Leben für mich gegeben und jetzt will ich dir mein Leben hingeben. Ja? Und wenn du das noch nie ganz bewusst in deinem Leben getan hast, dann möchte ich dir einfach jetzt eine Gelegenheit geben, das zu tun, weil es ist einfach ein Gebet oder eine Entscheidung, zunächst eine Entscheidung, aber dann das in einem Gebet vor Gott auszudrücken, ja, Jesus, ich will dir mein Leben geben. Und die Bibel sagt, in dem Moment, wo wir das tun, wo wir Jesus anerkennen als unseren Herrn, als unseren Erlöser und ihm unser Leben hingeben, dass er kommt in unser Leben und uns neu macht und uns errettet, uns reinwäscht von allem Dreck und von aller Vergangenheit und sogar zu neuen Menschen macht, zum neuen, ein neues Leben schenkt. Und das ist auch ein Wunder, ja, aber, und das ist ein Geschenk. Und wir können es jetzt, jeder, der das noch nie empfangen hatte, ich will dir jetzt diese Gelegenheit geben, dieses Geschenk von Gott jetzt zu empfangen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass jeder Mensch das erlebt, ja. Und wenn du das noch nicht erlebt hast und noch nie angenommen hast, dann will ich jetzt einfach fragen und vielleicht können wir einfach in so eine Gebetshaltung gehen und mal die Augen schließen, dass hier auch ein bisschen eine Privatsphäre entsteht. Und ich will jetzt einfach fragen, wenn jemand hier ist, der sagt, ja, ich will Jesus mein Leben hingeben, ich will ihn als meinen Erretter annehmen und ich erkenne, dass ich ihn brauche als meinen Erretter, dann will ich einfach dich fragen, ob du es kurz zeigen kannst mit dem Handzeichen. Einfach kurz zeigen, dass du sagst, ja, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn als meinen Erlöser. Halleluja. Und vielleicht ist auch jemand zu Hause. Ja, ich seh dich, Dankeschön. Vielleicht ist auch jemand zu Hause, der sagt, ja, ich will heute Nägel mit Köpfen machen, ich will es klar machen. Jesus, ich will dir ganz bewusst mein Leben geben. Halleluja. Und es gibt hier Menschen, die das tun möchten. Und ich möchte jetzt die Gemeinde und uns alle einladen, jetzt das Gebet jetzt zu beten. Auch wenn du das vielleicht schon dich schon längst entschieden hast für Jesus, dann will ich dich einladen, das vielleicht trotzdem mitzubeten als Unterstützung auch für denjenigen, der sich jetzt gemeldet hat. Und wir wollen das jetzt einfach vor Gott tun. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du real bist und dass du dich mir zeigst als der lebendige Gott, dass du deinen Sohn Jesus für mich hingegeben hast, dass er für mich gestorben ist
und für mich auferstanden ist. Jesus, ich danke dir, dass du all meine Schuld vergeben hast. Und ich gebe dir jetzt mein Leben. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Und ich danke dir in alle Ewigkeit. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wir loben dich, Jesus. Wir preisen dich. Halleluja. Gott ist so gut. Amen. Lass uns Jesus mal einen großen Applaus geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Danke, dass du gut bist. Amen. Okay. Yes. Es gibt noch ein Lied hier. Hast du noch was anzusagen? Gott segne euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute da wart, auch ihr zu Hause. Gott segne euch alle. Und wenn ihr noch ein persönliches Gebet empfangen wollt, wir haben noch Zeit hier, wir können noch gerne nach vorne kommen, bevor der zweite Gottesdienst beginnt. Kommt einfach hier nach vorne und sprecht jemand an hier vorne und wir beten gerne mit euch, auch ganz persönlich. Ansonsten wünsche ich euch einfach eine starke Woche in der Gegenwart Gottes. Amen. Starke Woche vor. Amen.
auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen. Und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert. Oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen. Oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.